mal hallo, ich bin's wieder, Raute Hesse. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also, Hanni kennt ihr ja schon alle, aber jetzt möchte Sigi irgendwie auch noch Filmstar werden. Schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Ja, heute möchte ich gerne ein sehr eindeutiges Lied mit euch teilen, aber ihr fragt mich so oft danach und dann denke ich, ja, können wir ja machen. Frühling in Paris. Ist sicherlich eines der ganz schönen Lieder, also musikalisch so ein bisschen wie so ein französischer Chanson gemacht und er singt da ja auch schon viel und ja, mit dieser mit seiner dunklen getragenen Stimme, es hat wirklich was von Chanson, also musikalisch wirklich sehr schön gemacht, obwohl ich kaum einen Rammstein oder wenig Rammstein Lieder kenne, wo ich sagen würde, das ist musikalisch doof gemacht, aber das hier passt einfach richtig richtig wunderbar zu dem Text. Frühling in Paris, ihr wisst alle, worum es geht. Peter Maffay hat das 1972 auf seine Art gesungen. Da ging es irgendwie, und ich war, wie alt war er? Ich war 17 und sie 36. Also diese Geschichten, wo einfach ein junger Mann in der Pubertät oder in einem erweckenden Sexualleben, erwachenden Sexualleben, an eine ältere Frau gerät, die ihm einfach quasi zeigt, wie es geht oder ihn diese körperliche Liebe reinführt. Und das ist so im positiven Sinne und so, dass es ihm so gut damit geht, dass er das sein Leben lang nicht vergisst. So ist es hier eben auch. Im Lichtkleid kam sie auf mich zu, ich weiß es noch wie heute. Ich war so jung, habe mich geniert, da habe mich nie bereut. Da muss ich überhaupt nicht, habe es nie bereut, da muss ich gar nichts zu sagen, weil das kennen wir hier alle, ob wir jetzt Mädchen oder Jungen waren irgendwann. Ich war sehr jung, habe mich geniert. Alles geniert einen in diesem Alter. Man fühlt sich hässlich, man fühlt sich falsch, man meint, man hat keine Ahnung. Man hat ja auch keine Ahnung. Man meint, es wäre schlimm, dass man keine Ahnung hat. Und man hat sich so geniert. Und dann kam diese Frau auf ihn zu. Im Laufe des Textes erfährt man, sie ist also eine Professionelle, was jetzt überhaupt ja keinen Abbruch tut. Also was es eher vielleicht für ihn noch einfacher machte. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge lustgestäubt. Herr Lindemann, die Zunge lustgestäubt. Also, ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine wunderbare Wortschöpfung? Falls ihr euch fragt, was hier diese blutige Geschichte ist, das ist jetzt, ich habe mich nicht extra gequält, damit ich Rammstein-Texte reviewen kann, sondern ich habe heute einfach beim Spülen ein Glas kaputt gemacht und daraufhin hat das Glas zur Strafe meiner Hand kaputt gemacht. Genau. Verstand nur ihre Sprache nicht, ich habe es nie bereut, klar. Also das finde ich ganz schön gemacht von ihm, deswegen ist es auch in Paris und nicht in Gütersloh, sondern das findet quasi in einem Land statt, in dem er die Sprache, die man mit dem Mund spricht, nicht versteht, sondern hier spricht diese Frau einfach nur die Sprache des Körpers. Und die versteht er und die versteht sie perfekt, ihm zu übersetzen. Das finde ich ganz gut gemacht, die Idee. Dann dieses Honorer, ne? Also ich je ne regrette rien, also ich bereue nichts. Das ist natürlich auch wieder eine schöne Erinnerung an Juliette Gréco. Ich bereue nichts, je ne regrette rien. So. Und wenn ich ihre Haut verließ, der Frühling blutet in Paris. Das ist so... daran können wir erkennen, dass es hat ihm öfter stattgefunden. Und wenn sie ging, dann wurde es ihm kalt. Also es hat ihn so erhitzt und es war so warm. Und der Frühling blutet in Paris. Es ist eben der Frühling, er ist eben quasi im Frühling seines Lebens. Er ist eben ein ganz junger Junge. Und damit das Blut fließt, das Blut ist ja Lebenskraft und Lebens, floss aus dem Frühling raus. Danach war er quasi zwischen Frühling und Sommer, also so halb erwachsen. Das war ganz schön gemacht. Und in Paris ist eben das Sinnbild für dieses, was die beiden da miteinander gemacht haben. Dabei geht es jetzt nicht darum, oh, wir hatten Sex, sondern sie hat ihn zum Mann gemacht. Also vom Frühling zum, naja, Frühsommer. Ganz schön gemacht. Ich kannte meinen Körper nicht. Den Anblick so gescheut, das kennen wir oder erinnern wir uns alle dran. Ich meine, was haben wir für wunderschöne Körper mit, keine Ahnung, 17, 18, 16, wenn man mal überlegt. Und wir standen dann immer alle vorm Spiegel und dachten, oh Gott, das ist falsch und das ist das scheußlich. Und oh, du hast doch ja zwei Arme, um Gottes Willen, zwei Arme, wie grauenvoll. Nein, das, den Anblick so gescheut. Sie hat ihn mir bei Licht gezeigt. Das heißt, sie hat ihn wirklich gelehrt, den Körper ungeschützt, ne, also nicht im Dunkeln, ungeschützt bei Licht
anzunehmen. Das ist ja ein unglaublich großes Geschenk. Da kann er gar nicht genug Danke für sagen. Ich habe es nie bereut, das wiederholt er dann ja immer. Genau, die Lippen oft verkauft, doch weich. Also da wissen wir, es ist eine professionelle, verkauft oft. Ne? Aber das macht ja nichts. Genau, und wenn ich ihren Mund verließ, dann fing ich an zu frieren. Sie rief mir Worte ins Gesicht, die Zunge lustgestäubt. Naja, verstand nur ihre Sprache nicht. Und dann, das wiederholt sich immer wieder. Ein Flüstern fiel mir in den Schoß und führte feinen Klang. Hat viel geredet und so weiter, also ist klar, viel, den Flüstern fiel in den Schoß, also alles, ne? Das, was er jetzt als Sprache, was er jetzt ausdrückt, dass Sprache ist, das war natürlich die Sprache der Hände, des Körpers, der Lippen. Sie rief mir Worte ins Gesicht und hat sich tief verbeugt. Ich sag mal so, ich habe einige, ich glaube 2, 3 oder 4 vielleicht, E-Mails von euch bekommen. Ihr schreibt mir immer, was ihr gerne für ein Stück hören und möchtet von mir. Und einige Male war natürlich auch Frühling in Paris dabei. Und dann bekomme ich auch oft gleich so Ideen von euch, das könnte vielleicht das sein oder ich habe den Gedanken dazu. Und jetzt habe ich ein paar Mal gelesen, was meint er denn und hat sich tiefer beugt? Kann man vielleicht daran erkennen, dass er irgendwie so eine höher stehende Persönlichkeit ist? Na Leute, es geht hier um Oralverkehr, darum hat sie sich tiefer beugt. Verspannte und so weiter, habe es nie bereut. Ja, also es wiederholt sich alles, weil das, was Dieter mit, das finde ich, zählt zu diesen Dingen, die mir so gut an ihm gefallen. Wir wissen alle ganz genau, was die da getan haben, aber er geht jetzt nicht hin und beschreibt es in Einzelheiten, wodurch es vielleicht vulgär würde oder, weiß ich nicht, sexistisch oder keine Ahnung, das wäre jetzt egal, aber sondern er nimmt dadurch, dass er die uns genau auf die Reise mit hinnimmt und genau verstehen lässt, was sie da getan hat. Also man sieht ja, ne, er hat sich tief verbeugt und die Zunge lustgestreut und so. Wir haben eine Ahnung, was sie alles mit ihm gemacht hat und wie er sich gefühlt hat. Und wir wissen alles, was wir wissen müssen. Nämlich, dass wie es ihm darin ging und dass er danach quasi die Tür war auf, aus dem Kindsein, aus dem Frühling, und er ging dann ins Erwachsenenleben, ohne dass er eben so in, sagen wir mal, schmuddelige Einzelheiten gegangen ist. Und trotzdem haben wir im Kopf den ganzen Film, was da stattgefunden hat. Naja, das ist ja Till Lindemann live und das ist auch wie immer sehr schön. Und dazu diese leichte, plätschernde Musik. So erzählt es so wie so ein Chanson und als wäre es nichts Besonderes. Dabei ist es was Besonderes, dieses erste Mal oder dieses, gerade so in diesem Fall, weil er musste sich ja überhaupt nicht schämen vor dieser Frau, weil die hat ihn geführt. Er konnte nichts falsch machen. Das ist doch immer so ein großes Geschenk, wenn das so ist, wenn jetzt ein Junge zum Beispiel in dem Fall von einer älteren Frau da reingeführt wird. Da kann er nichts falsch machen, weil er wird geführt und er hat es nie bereut. Ja, schön, gefällt mir sehr gut. Und schön ist, im Lichtkleid kam sie auf mich zu. Er hatte so lange drauf gewartet, in dieser dunklen Zeit, diese 3, 4 Jahre in der Pubertät, wo man sich doof und klein und keine Ahnung was fühlt. Und dann hat sie das Licht mit ihrem Körper, das Licht in seine Mannsein gebracht. Ja, okay. Ich danke fürs Zuhören. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.